Moin Moin, liebe Freunde, willkommen beim Nordvideo live aus Nordhain. Ja, willkommen. Gut, dann soll ich noch Grüße bestellen von zwei Personen. Einmal von Dietmar Friedhoff, der gestern Abend familiär bedingt abgesagt hat. Da gibt es ein Krankheitsfall, glaube ich, in der Familie und er lässt herzliche Grüße ausrichten. Und ebenfalls noch herzliche Grüße möchte ich ausrichten aus Thüringen vom Ministerpräsidenten der Herzen, der sich im Urlaub befindet und deswegen heute leider nicht hier sein kann. Ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine. Ja, willkommen beim Nordvideo heute live aus Nordhain. Ja, dann steht ja demnächst auch etwas an. Die Europawahl-Aufstellungsversammlung in Magdeburg. Und da haben wir ja heute auch einige Personen hier unter uns, die kandidieren werden in Magdeburg. Paul Hampel und Jens Kästner habe ich ja eben gerade schon erwähnt. Das sind also auch zwei Kandidaten. Aber wir haben auch Marie Kaiser hier. Marie, meine ehemalige Kollegin, zeig dich ruhig. Meine ehemalige Kollegin aus dem Landesvorstand der AfD in Niedersachsen. Dann haben wir Uwe Wappler, der sitzt Marie gegenüber. Auch Uwe möchte sein Glück versuchen und ein Mandat in Brüssel erringen. Dann möchte ich auch noch begrüßen Volker Körlin, lieber Volker aus Hannover. Und ich mache das jetzt mal so zusammenfassend. Also Braunschweig möchte heute hier noch anwesend sein. Ich habe jetzt, glaube ich, noch keinen gesehen. Aber die Kreisverbände Gifhorn zum Beispiel, Peine sind anwesend. Weserbergland hat sich hier angemeldet, ist auch anwesend, habe ich schon gesehen. Und die Hessen, Kassel, Kassel-Land, Kassel-Stadt sind hier. Ja, Diepholz sehe ich dort hinten, ist auch da. Ja, Cuxhaven mit der weiten Anreise, das Ehepaar Kopp. Herzlich willkommen, dass ihr auch hier seid. Von der Nordseeküste hier nach Nordheim, wunderbar. Ja, und natürlich die Göttinger Nachbarn, die anwesend sind, die Harzer und natürlich die Mitglieder des Kreisverbandes Nordheim und alle anderen Anwesenden, die jetzt noch nicht erwähnt wurden. Ja, wir werden ein paar Reden dann hören, auch von den Abgeordneten Grußworte. Und ich würde sagen, wenn der Jürgen schon vorbereitet ist, Jürgen, bist du fertig? Hast du deine Rede geschrieben? Er ist fertig, dann würde ich sagen, hören wir jetzt erst einmal unseren Bundestagsabgeordneten hier, Jürgen Pohl. Der lässt sich gerade noch die letzten Sätze seiner Rede schreiben, ja. Ja, jetzt ist er fertig. Und ja, noch organisatorisch, wie gesagt, lasst euch nicht provozieren von den Antifanten dort. Essensmarken gibt es hier vorne bei der Katrin und Kaffeekuchen ist auch schon eröffnet. Ab 17 Uhr brennt dann der Grill bei Volker, dort auch in der Hütte. Und Getränke hinter uns, alles da, Wertmarken, Toiletten sind oben im Sportheim. So, jetzt ist der Jürgen da und ich begrüße ihn hier vorne nochmal recht herzlich. Lieber Jürgen, toll, dass du wieder da bist bei uns in Nordheim und ich übergebe dir jetzt das Mikro für eine 80-minütige Rede. Dankeschön. War kurz eine Auszeit genommen. Das habe ich schon mitbekommen. Ich habe mir deine Adresse geschickt. Ja. Du liegst bei mir auf dem Stapel, weil ich dir was schicken wollte. Das Aussehen hat was mit Achtung zu tun. Und aber schön, dass du diese Achtung ist so im Bundestag manchmal ein wenig verloren gegangen. Und deswegen, ich achte euch, ich grüße euch, liebe Freunde, liebe Patrioten. Ich muss das Hilfsmittel wechseln. Das Alter hat zugeschlagen. Herzlichen Dank für die Einladung heute und ich freue mich, dass wir hier heute im Kreise besonderer Menschen richtig gut gelaunt sind, denn ich sage euch, so sehen Sieger aus. Die Patrioten innerhalb der AfD sind derzeit Sieger. Wir als Patrioten stellen den ersten AfD-Landrat überhaupt. In Thüringen stehen wir derzeit bei 34% in Umfragen zur Landtagswahl. Bei den aktuellen Erhebungen heute bundesweit 22% und die Direktmandate bei der Bundestagswahl in Thüringen wollen wir so gut wie alle abräumen. Das nach den Umfrageergebnissen. Und das sind nur einige Beispiele,
Beispiel für die aktuelle Siegesserie unserer AfD in Thüringen. Aber ich sage auch, von nichts kommt nichts. Der patriotische Weg ist nicht ohne Grund der Königsweg der AfD. Und das sage ich euch als voller Überzeugung. Wir haben von Anfang an gesagt, kommunale Verantwortung, kommunale Verankerung schafft den Nährboden für nachhaltige Erfolge auch im Bund. Wir haben immer und von Anfang an gesagt, klare Kante statt Anpassung. Wir haben immer gesagt, solidarischer Patriotismus statt FDP 2.0. Wir haben immer gesagt, gemeinsam mit der jungen Alternative und dem Vorfeld, dann geht es voran. Wir haben von Anfang an gesagt, nein zur Distanzeritis, nein zu einer opportunistischen Personalpolitik. Und ich persönlich habe frühzeitig gesagt, Herr Dr. Meuthen, Ihr Kurs führt in den Abgrund, Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei. Für diesen Weg erhielten wir und ich viel Zuspruch und Unterstützung, denn wir halten zusammen. Das ist das, was uns auszeichnet. Im Juli 23 stehe ich hier vor euch in Nordheim und kann voller Stolz sagen, der patriotische Weg ist der richtige. Und das gegen alle Umrufe. Wie viele Mandatsträger aus der AfD haben gesagt, ihr müsst euch von Höcke treten, dann klappt es. Wie viele Mandatsträger haben gesagt, ihr müsst euch inhaltlich mäßigen, dann klappt es. Wie viele Mandatsträger aus der AfD haben gesagt, ihr müsst stärker in die Mitte gehen, dann klappt es. Ich muss euch daher fragen, hart aber herzlich, wo sind denn die Bedenkenträger und Thüringen-Kritiker heute? Ich sage euch eins, wir stehen deswegen so gut da, weil wir eben nicht Höcke fallen ließen, weil wir nicht kleinlaut in die Mitte uns begeben haben, weil wir nicht auf die falschen Einflüsterer hörten, sondern unseren eigenen Weg gegangen sind, den richtigen. Doch eins bei all dem Jubel bitte nicht vergessen, wir fahren die Erfolge nur ein, weil wir nicht auf, und jetzt hat mein Politikberater gesagt, streich die Namen raus, hörten, und ein Wort aus der Entschuldigung dieser Bedenkenträger und Kritiker sucht man bis heute vergebens, stattdessen sonnt man sich ausgerechnet in unseren Erfolgen. Ihr wisst ja gar nicht, wem der Sesselmann alles gehört in der deutschen Bundestagsfraktion. Und wenn es da Abgeordnete gibt, die sagen, wir stehen in Thüringen, wir stehen mit der AfD vor der 50%-Hürde, dann ist das nicht deren Arbeit, dann ist das trotz deren Arbeit erreicht worden. Liebe Freunde, verstehe mich nicht falsch, ich weiß, das ist Parteipolitik, wenn es mal runter und rüber geht, aber wenn ihr denn nach Magdeburg fahrt, das heißt Magdeburg, wenn es da um die Listenwahl für Europa geht, dann unterstützen wir mit voller Kraft alle die, die uns unterstützt haben. Aber unterstützen wir ausdrücklich nicht diejenigen, die den Erfolgszug aufspringen wollen, den sie bis vorher kurzem noch zum Entgleisen bringen wollten. Ihr wisst gar nicht, wie viele angetreten sind, die uns die Arbeit und die Erfolge nicht gönnten und auf einmal dastehen und sagen, ich bin vom Stamme Nimm. Und deswegen überlegt euch, wen ihr da wählt. Apropos Entgleisen, ein anderes Thema, was euch auf den Wahlkampfständen bestimmt und immer wieder ankommt, das ist die Arbeit mit der CDU. Unser Hauptgegner. Nicht die bedeutungslosen Ökofaschisten, nicht die in SPD, die sich selbst kaputt regieren. Unser Hauptgegner ist und bleibt die CDU.
die wir dahin kriegen müssen, wo sie in Italien steht, nämlich bei 0,1%. Bei uns in Thüringen ist das so. Wir, die AfD, stehen bei 32-34%. Die CDU knapp bei 20%. Sie stützt bereits seit Monaten die Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün. Das muss man sich mal vorstellen. Aber offiziell heißt es keine Koalition mit der AfD und eigentlich auch keine Koalition mit den Linken. Das war wohl ein Parteitagsbeschluss der CDU, der immer noch gilt. Mit wachsendem AfD-Erfolg wird das nun zunehmend hinterfragt. Aber man ahnt es natürlich in die falsche Richtung. Der CDU-Landtagsabgeordnete Moring, nicht ganz unbedeutend in Land und Bund der CDU, der schreibt, eine direkte Zusammenarbeit mit der Linkspartei muss eröffnet werden. Ich zitiere mal den Moring. Wir haben in Thüringen die Situation, dass die Linke und die AfD seit 5 Jahren eine Blockademehrheit haben. Wenn wir so weitermachen, wird die AfD immer stärker und wir bekommen gar keine Regierungsbildung mehr hin. Das muss man aufbrechen. Wenn die CDU sich den Linken öffnet, da tritt genau das ein, was sie fürchten, nämlich die AfD wird dann noch stärker und wir bilden dann schon bald die Regierung. Denn wenn die CDU tatsächlich und unverhohlen und unverschleiert eine Koalition mit Ramelow, mit König Preuß und anderen Antifa-Linken aus unserem schönen Bundesland zusammengeht, dann wären vernünftige CDU-Kräfte, vor allen Dingen ländlich gesehen, diese Partei verlassen und zu uns stoßen. Und dann, und erst dann wird es lustig für die CDU. Moring schloss sein Plädoyer übrigens so. Die CDU muss sich um ihrer selbst willen von der AfD abgrenzen, denn dort sitzen Volksverhetzer, andere Verurteilte und Leute, die mit dem Rechtsextremismus spielen. Liebe Leute, lassen wir mal die Antifa-Beleidigung weg. Wir halten nur fest, wir spielen nicht irgendwas und wir spielen nicht mit irgendwem. Uns geht es um Deutschland. Wir haben nicht vergessen, dass die CDU gemacht hat. Die CDU hat die Zukunft Thüringens und Deutschlands verspielt. Die haben gespielt. Die CDU hat das Land verspielt und es den Linken überlassen und will jetzt eine nationale Front gegen die AfD bilden. Das ist die ganz große Koalition, wie als alte Ostdeutsche kannten das, wenn alle Parteien der gleichen Meinung waren. Und ich sage euch an dieser Stelle, wenn die Christdemokraten mit den Linksradikalen koalieren, wird uns das auf die ersehnten 40% heben. Das ist dann der nächste Dammbruch, das ist die nächste symbolische Zäsur, das sind nur noch 6%. Lasst sie es machen. Wenn wir die 40% erreicht haben, dann tanzen die Verhältnisse mal wieder in Thüringen. Dann wird es richtig lustig. Lustig für die CDU, weil sie untergeht. Liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe Patrioten, ich bitte euch, schaut auf Thüringen, schaut auf unseren Weg, geht den Erfolgsweg mit uns gemeinsam. Und ja, es gibt Unterschiede. Unterschiede je nach Bundesland, nach Region. Wir müssen da ja im Detail schauen, wo andere Wege, andere taktische Ansätze im Auftreten und im Stil gesucht werden müssen. Aber es gibt eben auch gemeinsame Grundlagen, die man beachten muss, wenn man Erfolg haben will. Wir in Thüringen oder Nachbarland haben die Grundlagen geschaffen. Nutzen wir sie jetzt überall in Deutschland, ob in Ost, im West, im Norden, im Süden. Bis dahin wünsche ich euch zunächst einen wunderbaren, schönen Abend im Kreise eurer Freunde, unserer Gemeinschaft. Ich sage nur eins, wir wollen dieses Land regieren, wir werden dieses Land regieren. Dafür treten wir an. Dankeschön. Jürgen, das waren aber keine 80 Seiten. Nee, war nicht 80 Seiten, aber wir sind hier zum Grillen und nicht zum
Rede halten. Also. Ja, herzlichen Dank, lieber Jürgen. Er hat das eben gerade gesagt, er ist ja nicht zum Rede halten hier, sondern zum Essen und Trinken, hat er ja recht. Ich würde jetzt auch bitten, unseren Ehrenvorsitzenden und Kandidaten für Brüssel noch mal ein paar begrüßende Worte abzusetzen. Und danach hat sich Jürgen Pastewski noch für ein Grußwort aus dem Landtag angemeldet. Und danach wird dann erstmal weiter gegessen und getrunken. Und dann machen wir nachher noch mal eine zweite Runde. Ja, Mike, vielen Dank. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich glaube, es werden noch mehr werden. Wie viele haben sich angekündigt? 120 bis 150. Schön wieder von NRW, Hessen, woher alle den Weg hierher nach Nordheim gefunden haben. Das freut mich immer. Mike hat ja schon alle begrüßt. Und ich kann uns allen hier nur einen schönen Abend wünschen, dass wir schön was trinken, schön was essen, gute Gespräche. Und einige, die ja noch hier sind, kandidieren ja auch fürs Europaparlament wie ich. Und wir werden uns dann in Magdeburg wiedersehen und ich glaube, wir tragen alle in unserem Herzen, dass wir ein Europa der Vaterländer brauchen. Wir brauchen ein starkes Deutschland in einem starken Europa und wenn die EU sich nicht transformieren lässt, dann muss es eine Neugeburt geben. Und wenn man bei dieser Neugeburt dabei sein kann, ist das, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Und damit soll es von mir aus schon genug der Worte sein. Ich wünsche uns allen hier einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst euch nicht verschrecken durch die Leute, die da vorne mit den Kameras stehen. Ich weiß nicht, woher die das schon wieder wissen, wer das schon wieder durchgesteckt hat. Aber nichtsdestotrotz oder gerade auch deswegen werden wir hier einen schönen Abend haben. Und jetzt schaue ich mal Mike an. Wer ist hier der Nächste? Jürgen Pastewski, unser Mann im Landtag. Jürgen, bitteschön. Ja, danke, danke lieber Jens. Ja, guten Tag, ich freue mich wieder hier in Nordheim zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Mike. Ich bin ja schon einige Male hier gewesen und es ist immer wieder schön, hier bei euch zu sein. Ich darf Grüße aus der Landtagsfraktion überbringen, auch von unserem Fraktionsvorsitzenden. Und Jürgen Pohl hat es vorhin mit zur CDU gesagt, das kann ich aus Hannover bestätigen. Das ist in der Tat faszinierend, was wir erlebt haben. Bei der ersten Sitzung vor 9 Monaten hat der jetzige Landes- und damals schon Fraktionsvorsitzende Lechner von der CDU die ersten Minuten seiner Rede, als es um die Regierungserklärungsaussprache ging, dazu verwendet, sich an uns abzuarbeiten. Das ist faszinierend. Also wenn man das erlebt, wie diese Herrschaften der CDU sich benehmen, das ist sehr, sehr traurig und ist in der Tat unser Hauptgegner. Ich kann Ihnen sagen, dass wir in der Fraktion vernünftig und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich bin sehr froh, dass ich dabei sein darf und jetzt wünsche ich uns allen einen schönen Abend. Dankeschön. Okay. Ja, herzlichen Dank. Jetzt kommt der Nächste, Kreisverband Braunschweig ist auch da. Hallo Stefan, grüße dich. Also Jens hat recht, also es gibt Zulauf und wir werden heute doch die 150er-Marke wieder durchbrechen. Wunderbar, das freut mich, dass so viele Gäste hier nach wie vor erscheinen. Und ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Ein bisschen sanfte Musik vom Wagen, Kaffee, Kuchen und ab 17 Uhr, wie gesagt, brennt der Grill und dann hören wir uns nochmal zur Runde. Hier vorne neben Katrin sind übrigens ein paar Infosachen, Taschen, Flyer, Feuerzeuge, alles was da liegt, ist zum Mitnehmen. Ne? Danke. Und
zusammengearbeitet, wirklich gut. Marie immer von Berlin angekommen, sie war also wirklich eine der Aktivposten im Landesvorstand, kann ich so bestätigen. Und ja, auch mit ihrer Mutter arbeite ich mittlerweile sehr gut zusammen im Landesfachausschuss. Also von daher eine wirklich stabile Familie, wie man so neudeutsch sagt, hat mir mal die JA gesagt, stabil. Ja, also das sind die beiden. Und ja, Marie kriegt jetzt mal für ein Grußwort das Mikro. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Mike, und vielen herzlichen Dank auch, dass ich heute hier sein darf. Es ist eine wunderbare Veranstaltung und ich finde auch, dass die Örtlichkeit super gewählt ist, denn es ist nicht einsehbar, es ist gut zu beschützen und da müssen wir ja gerade leider als Patrioten sehr darauf achten, da wir immer wieder angegriffen werden. Und es ist leider so, dass wir eben ja, auf der einen Seite von Antifaschisten natürlich tätlich angegriffen werden, aber auf der anderen Seite ist es mittlerweile auch so, dass man Politiker der AfD und Leute aus dem Vorfeld auch mit rechtsstaatlichen Mitteln versucht, mundtot zu machen. Das habe ich leider selber jetzt erleben müssen. Ich bin in erster Instanz wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Ja, jetzt fragen Sie sich vielleicht, Mensch, was hat die junge Frau denn gemacht, dass sie wegen Volksverhetzung verurteilt wurde? Ich habe die Asylpolitik kritisiert. Und zwar habe ich eine Statistik vom Bundeskriminalamt rausgenommen und habe geguckt, Mensch, wie sieht's denn aus, als dann 2021 zur Bundestagswahl die Afghanistan-Krise war und Peter Tschentscher, der Hamburger Bürgermeister, sich hingestellt hat, Mensch, wir müssen wieder unbürokratisch Leute aufnehmen. Das ist ganz wichtig, unbürokratisch. Da habe ich geguckt, ja, aber die Afghanen in Hamburg, wie verhalten die sich denn eigentlich? Und da habe ich ganz schnell festgestellt, die verhalten sich nicht gut, um das jetzt mal so freundlich zu formulieren. Afghanen sind bei den Tätern gerade im Sexualstrafbereich deutlich überrepräsentiert und stehen da eben ganz oben an der Spitze, gerade auch wenn es um Gruppenvergewaltigungen geht. Und das habe ich in diesem Beitrag in den sozialen Medien dargestellt. Und da hat sich dann die Integrationsbeauftragte in Rothenburg-Wümme, wo ich eben ansässig bin hier in Niedersachsen, dazu berufen gefühlt, jetzt eine Anzeige zu stellen, und die Staatsanwaltschaft hat dann auch ermittelt und jetzt bin ich tatsächlich in erster Instanz, wie gesagt, zu 100 Tagessätzen à 60 Euro vorbestraft. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Also wegen einer Statistik des Bundeskriminalamts, also wirklich Fakten. Ich habe mir da jetzt nicht irgendwas zusammengesucht, sondern es waren wirklich offizielle Fakten, die ich einfach nochmal dargelegt habe und eben in den Kontext gesetzt habe. Dafür wurde ich verurteilt. Und das passiert anderen aktuell auch. Wir sehen das, der Sucharit Bhakti, der ist vor Gericht gezerrt. Wir sehen das auch bei Tim Kellner, der jetzt wegen Beleidigungen vor Gericht gezerrt werden soll. Also es passiert eben nicht nur uns, sondern es passiert auch vielen anderen. Und es ist wichtig, dass wir da weiterhin alle zusammenstehen. Und deswegen bin ich so froh und dankbar, dass wir hier heute so zahlreich erschienen sind und einfach die Zeit auch gemeinsam genießen. Denn auch das muss mal sein, damit man wieder Kraft schöpfen kann. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich und ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Abend. Ja, herzlichen Dank, liebe Marie, für die netten Worte. Und ja, da das Mikro gerade einmal heiß gelaufen ist, würde ich sagen, machen wir jetzt noch mal weiter. Ich habe unter anderem mal, ich gucke gerade, wo er ist, mal was ganz anderes, den Peter Feist da ganz hinten, ja. Der macht mal so ein bisschen was aus der Abteilung Kabarett, glaube unser auch Philosoph. Ja, die meisten kennen ihn ja auch von der Bildungspolitik, da ist Peter ja auch stark unterwegs, hat einige Leute in dieser Partei geschult. Ja. 1000 sagt er. Peter, herzlich willkommen, schön in Nordheim, dass du wieder hier bist. Du warst ja schon, auch, glaube ich, 3-4 Mal bei uns. Ja. Und ja, ich übergebe dir mal das Mikro für ein paar nette Sätze. Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde. Ich muss von einer Krankheit berichten. Ich war voriges Jahr bei dem Sommerfest von Poggi und Kompakt
und habe auch schon über diese Krankheit gesprochen. Ich muss nämlich immer zwanghaft sagen, die Russen sind schuld. Habe ich einen Psychologen gefragt, woran das liegt. Du hast zu viel ZDF geguckt. Ja, bitte. Ja, ich bin leider auch wirklich krank. Du hast zu viel ZDF geguckt, aber wir haben eine einfache Therapie. Guck mal alternative Medien. Seitdem muss ich immer zwanghaft sagen, der Ami muss weg. Also, der Ami muss weg. Die Sache ändert sich, mein Thema ist ja die Meinungsfreiheit, die Sache ändert sich gerade. Das kann man daran erkennen, dass der politische Witz zurück ist. Kennt ihr schon den neuesten? Habeck, Baerbock und der Kanzler tauchen zur Nord Stream runter, um rauszukriegen, was da passiert ist. Der Ami muss weg. Und das klappt aber nicht, weil der Herr Habeck ist nicht ganz dicht und geht unter. Frau Baerbock ist hohl und kommt nicht unten an. Und als der Kanzler unten ankommt, hat er vergessen, was er da wollte. Nur als Beispiel, dass der politische Witz zurück ist. Das war in der DDR 89 das erste Zeichen, als sich die politischen Witze aufhörten und die Leute anfingen, Klartext zu reden. Ich hoffe, wir kommen bald in die Klartextphase. Der Ami muss weg. Und dann bin ich heute angesprochen worden, was ich davon halte, dass Frau Merkel einen Orden bekommen hat. Der Ami muss weg. Das finde ich ganz normal, weil wenn Narren einer Narren einen Narrenorden verleihen, welcher Narr soll sich daran scheren? Der Ami muss weg. Ich bin ja heute mehrfach gefragt worden, wie soll es eigentlich weitergehen, wenn die Ampel crasht, wenn die Ampel kaputt geht, wenn die platzt. Na wisst ihr, das kennen wir aus der Straßenverkehrsordnung, auch ohne Ami. Rechts geht vor links. Die Frage, wie es weitergeht mit Deutschland. Ich bin in den letzten 10 Jahren immer wieder damit konfrontiert worden, es lässt sich nichts ändern. Da muss man mal darauf hinweisen, was in den letzten 5 Jahren passiert ist. Heimat, Volk, Vaterland, Nation sind wieder sagbar geworden, obwohl der Ami muss weg, sie es uns verbieten wollten. Und wir alle sagen es wieder. Der Ami muss weg. Und dann bin ich gefragt worden, wie es denn mit der Meinungsfreiheit bestellt ist in Deutschland. Da habe ich gesagt, naja, das ist ja ganz einfach. Wir gehen an Martin Luther, dem Volk, aufs Maul schauen. Wir können jetzt als Partei nicht schreiben, wir machen eine Politik, wo man dem Volk aufs Maul schaut, aber wir können schon sagen, Stammtischgerede ist kein Gerede, sondern die Stimme des Volkes. Und deshalb, meine Damen und Herren, Sie wollen mir Wörter verbieten. Negerkuss, Weihnachtsmarkt, was noch? Zigeunerschnitzel, danke. Hört ihr mich da draußen? Ich sage es. Weihnachtsmarkt, Zigeunerschnitzel, Negerkuss. Und wir alle. Weihnachtsmarkt, Zigeunerschnitzel, Negerkuss. Es ist unsere Sprache, die könnt ihr uns nicht wegnehmen. Der Ami muss weg. Die Kinder in den Schulen sollen jetzt in Sachsen nicht mehr gendern. Wenn das so weitergeht, haben wir dann 2 Sprachgebiete. Das Gendristan und das Sachsistan. Aber ich glaube nicht, dass sich Gendristan durchsetzen wird, weil es gibt nicht genug Hirnverbrannte, die den Ami-Mist mitmachen wollen. Am schönsten fand ich neulich einen Bericht über Archäologie, wo die forschenden Archäologinnen etwas Ausgegrabenen haben. Die haben nämlich ausgegraben, dass schon in der Steinzeit mehrere Geschlechter existiert haben. Dann haben die Fachwelt protestiert, aber die deutschen Medien haben zwar den Bericht gebracht, aber den Protest nicht zugelassen. Wo ist es passiert? In Amiland. Der Ami muss weg. Meine Damen und Herren, am Schluss noch eine ernsthafte Bemerkung. Hier sitzt jemand unter uns, von dem ich mir wünsche, dass alle, die die Möglichkeit haben, in Magdeburg eine Stimme abzugeben, die Stimme für ihn abgeben. Einer der klügsten Politiker Deutschlands, einer der besten Männer in der AfD. Ich rede von Armin Paul Hampel. Ich wünsche mir, dass du ins Europaparlament kommst. Dankeschön. Der Ami muss weg. Teuer sind nach Charlottenburg gegangen, der war es preiswerter, fühlen sich dort auch ganz wohl und wir, Nancy und ich, wir kamen da rein
Und Nino, der eine von den beiden Brüdern, kam uns strahlend entgegen und sagte: Nancy, Paolo, 20% und strahlte und freute sich mit uns über alle Maßen. Der war natürlich ein Bruder im Glauben von uns seit vielen Jahren schon, aber ich musste ihm dann widersprechen und sagen: Nino, du bist auf dem falschen Weg. Wieso 20? 30 ist das nächste Ziel der Alternative für Deutschland. Und glaubt mir, wenn wir weiter so kämpfen wie bis jetzt, dann werden wir, und zwar in sehr kurzer Zeit, dieses Ziel erreichen. Um uns in der Tat, Mike, kurz zu fassen: Wir brauchen an sich nur zu warten. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, die Menschen, die jetzt uns ihre zumindest vorausgesagte Stimme geben wollen, die wählen uns vielleicht nicht deswegen, weil wir so ein tolles Programm haben oder so tolle Typen sind, sondern sie wählen den Protest. Und an uns liegt es jetzt, aus Protestwählern AfD-Anhänger zu machen. Das ist die größte Herausforderung in den nächsten Wahlkämpfen und dann, wenn wir Verantwortung übernehmen, die Menschen zu überzeugen, die AfD ist eine Alternative für Deutschland und ist sie eine Alternative zu den etablierten Blockparteien, die dieses Land in den letzten 20, 30 Jahren ruiniert haben. Das ist unsere Herausforderung. Und deswegen, ja, kandidiere ich für Europa, weil man muss politische Mandate und Funktionen anstreben, wenn man etwas bewirken will. Und das will ich, ihr kennt mich, ich kann nicht aufhören, ich bin ein Homo Politicus. Das wird zumindest bis zum Ende meines Lebens zu bleiben. Aber ich möchte hier ein Versprechen abgeben. Ich möchte das Versprechen abgeben, dass ich nach Europa gehen werde mit einem einzigen Ziel. Ich möchte zu denen gehören, die im Europäischen Parlament, in Straßburg und in Brüssel das Licht ausschalten, weil es die Europäische Union dann in der Form nicht mehr geben wird. Das muss das Ziel einer starken AfD-Fraktion in Europa sein. Die EU hat abgewirtschaftet. Und wir brauchen gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn ein neues Konstrukt, das fair ausgehandelt wird, indem wir das Europa der Vaterländer, wie es Charles de Gaulle in den 60er Jahren formuliert hat, verwirklichen wollen. Gemeinsam aus der Geschichte lernen, nie mehr gegeneinander, miteinander, aber in gesunder Konkurrenz zueinander. Das ist die europäische Herausforderung. Dann wird es was mit diesem Lande und dann wird es was mit diesem Kontinent. Dafür will ich kämpfen und dafür gehe ich nach Magdeburg mit genauso guten Leuten wie meinem Freund Jens Kästner, mit dem ich tapfer in Berlin alles versucht habe, um eine ordentliche Politik zu machen. Uwe Wappler, der uns dabei unterstützt hat, und Berit Kaiser, ich kann Ihnen nur sagen, ich habe es vorhin erwähnt, die ist morgens um 4 Uhr in den Zug gestiegen in Hamburg und ist nach Berlin gefahren, um dort ihre Arbeit bei Bernd Baumann, dem parlamentarischen Geschäftsführer, hervorragend zu machen. Er hat sich immer nur gelobt, Berit. Und dann ist sie abends wieder zurückgefahren nach Hamburg. Am nächsten Morgen 4 Uhr stand sie wieder am Bahnhof. Respekt. Wenn mir einer sagt, Jugend würde nichts mehr leisten können, die ist das Gegenbeispiel, die kann was. Und deswegen hat sie genau das gute Recht, wie alle anderen von uns auch, anzutreten in Magdeburg. Und ich wünsche allen, die hier kandidieren, viel Erfolg dafür. Wie heißt es bei Angela Merkel? Wir schaffen das. Dankeschön. 4 Minuten 30. Ja, Paul, ich glaube das jetzt mal. 4 Minuten 30, okay. Ja, dann würde ich sagen, runden wir den Abend mit den Reden ab mit einem, der ja auch bekannt ist für gute Reden. Er hat auf einem der letzten Landesparteitage eine mitreißende Rede, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht übertrieben abgeliefert, unser Uwe. Er lacht da hinten schon, ja, ja. Also Uwe ist ja auch jemand, ja. Uwe, ja, mit eigenem Fanclub heute angereist. Ja, Uwe, auch ein langjähriger Weggefährter von mir, von uns allen. Landesvorstand, zweimal zusammen gewesen, unter Paul Hampel, unter Jens Kästner, immer an unserer Seite. Uwe, hat man immer gesagt, das ist das Sturmgeschütz unserer AfD hier. Uwe hat wirklich viele, viele positive Verdienste für diese Partei erbracht. So kenne ich ihn auch menschlich. Wie gesagt, wir, ja, 8, 9 Jahre, glaube ich, kennt man sich. Und ja, ganz toller Mann. Und Uwe hat jetzt auch noch ein paar Worte für euch mitgebracht. Und Uwe möchte es auch versuchen nach Brüssel. Und ich hoffe, er schafft das auch. Und ja, wesentlich, ja, die Unterschiede werden Sie nach seiner Rede schon kennen oder merken zwischen Uwe Wappler und einem Micha Fehre. Danke, Uwe, deine Bühne. Ja, vielen Dank, liebe Freunde. Dann wollen wir es mal diesen Drecksbolschewisten mal zeigen. Ich hab vor ungefähr 4,5 Jahren in der Disco eine schöne Frau kennengelernt. Und diese Frau fragte mich: Sag, was machst du so beruflich?
Ich so, also Arbeit im Bundestag. Ah ja, Bundestag. Also, und dann sind da nicht irgendwie so Parteien. Ich sag, boah. Und für welche Partei arbeitest du? Und ich so, für welche Partei? Alternative für Deutschland. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Und dann war das erstmal eingetrübt und sie ist dann los, ihre Brüder fragen. Ja, ich habe da einen kennengelernt und ich weiß auch nicht so, der ist bei der Alternative für Deutschland. Wer ist denn das überhaupt? Ja, ist die AfD. Oh Gott, AfD. Da haben die Brüder zu ihr gesagt, nee, pass auf, mein Mädel, das ist schon in Ordnung. AfD wählen wir auch, denn wir sind deutsche Arbeiter und wer arbeitet, wählt AfD. Da haben wir Schwein gehabt. So, also was ich damit sagen will, ist ganz einfach. Es gibt Parteien, die waren früher mal die Partei des kleinen Mannes. Früher mal, da ging es darum, dass es hieß, wer aufsteigen will, muss Chancen auf Bildung haben. Und wer die Partei des kleinen Mannes ist, das war früher mal die SPD. Die SPD war früher die Partei, die dafür gesorgt hat, dass Menschen aufsteigen können, dass Menschen von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können. Das war einmal und dass jetzt die SPD geworden ist, ist ein linker Kaderclub und wer besser als Heiko Maaßen kann das beurteilen, wenn er sagt, dass auch die SPD nichts weiter ist als eine kommunistische Kaderpartei und sowas brauchen wir in Deutschland nicht. Wir müssen sehen, wir werden bekämpft. Marie hat das vorhin sehr schön dargestellt. Und auch heute werden hier wieder ein, zwei Leute vom Verfassungsschutz dabei sein. Es sind immer welche dabei. Und draußen sind die Spaßvögel und machen Fotos. Aber warum bekämpfen sie uns denn? Ja, nicht, weil es so ist, dass wir vor denen Angst haben müssen. Die haben vor uns Angst. Und deswegen bekämpfen sie uns. Immer wieder bekommen wir mit, wie gelogen und betrogen wird. In den Nachrichten, im Fernsehen, da gibt es denn das sogenannte Framing. Ich nenne Framing Lügen. Es ist Lügen, wir werden von vorne bis hinten belogen. Und wenn dann einer kommt und sagt, nee Freunde, so ist das doch gar nicht, dann wird der bekämpft. Das ist nicht das, was ich unter Demokratie verstehe, was wir gemeinsam unter Demokratie verstehen. Die einzige Partei in Deutschland, die noch auf dem Boden des Grundgesetzes steht, das ist die AfD. Alle anderen sind kommunistische Blockparteien. Ich höre immer wieder, ja, wir müssen Kompromisse eingehen, ja, wir müssen uns mäßigen und nee, und dieser Höcke, das ist ja ganz schrecklich. Wir sollen uns irgendwo anpassen. Liebe Freunde, an was sollen wir uns denn anpassen? Doch nicht an die CDU, die einen Vorsitzenden hat, der nichts weiter zu tun hat, als sich der Linken an den Hals zu werfen. Den Kommunisten, den Grünen, diesem ganzen Gesocks. So eine CDU will ich gar nicht als Koalitionspartner, weil die CDU ist gar nicht politikfähig. Wir sind politikfähig und wir brauchen diesen Ballast nicht. Und man hat mir immer gesagt, Uwe, das ist doch alles dummes Zeug. Wir kaschen eine absolute Mehrheit, das geht doch gar nicht. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen zurückgucken. Es ist noch gar nicht so lange her. Vor 7, 8 Jahren, die ersten Wahlen in Sachsen, 10% für die AfD. Da haben die gesagt, oh, das ist ja unnatürlich hoch und viel. Naja, die Ossis sind ja bekloppt. Jetzt sind wir dort die stärkste Partei. Und es ist nicht, weil die Ossis bekloppt sind, weil die Ossis kennen den Sozialismus. Und sie wissen, dass Sozialismus scheiße ist. Und deswegen wählen sie AfD. Und diese 10%, das waren Unzufriedene, das waren Protestwähler. Nein, das sind heute unsere Stammwähler. Und wir haben nicht nur 10, wir haben 20%. Und jetzt sind wir in Niedersachsen auch über 10%. Und genauso wie in den neuen Bundesländern, nur halt mit 6 Jahren Verzögerung. Und die 6 Jahre, die legen wir nochmal drauf und dann legen wir sie nochmal drauf und dann haben wir die Mehrheit. Und dann werden wir Deutschland umkrempeln. Und das werden wir gründlich tun. Und das Schlimmste, was man diesen linken Gesocks antun kann, in der Presse, in den Kirchen, bei den Gewerkschaften, in der Politik, in den Lehrämtern,
diese ganzen Politologen, Soziologen und diese ganzen Ologen, die nichts weiter können, als uns zugrunde zu richten. Wir werden ihnen das Schlimmste antun, was man diesen Menschen antun kann. Wir werden ihnen das Geld streichen. Und dann gibt's gar nichts mehr. Und wenn dann gesagt wird, ja, da haben wir aber 100.000 arbeitslose Soziologen und Pädagogen und sowas. Ich sag ja, wunderbar, die schulen wir um, wir brauchen Altenpfleger. Das ist eine Aufgabe, Arbeit am Menschen. Und dann brauchen wir keine Einwanderer. Natürlich haben wir ein demografisches Problem. Aber wenn wir unsere Probleme nicht lernen, selbst zu lösen, dann schaffen wir uns selbst ab. Und wir sind die Partei, die einzige Partei in Deutschland, die dazu aufruft, dass wir unsere Probleme selber lösen. Aus eigener Kraft, souverän und mit einem gesunden Selbstvertrauen. Wir müssen von niemandem Angst haben. Niemanden. Überall erleben wir, wie diese Menschen, die uns regieren, scheitern. Sie scheitern in Afghanistan, sie scheitern in Mali und sie scheitern bei so simplen Sachen wie so einer Scheißheizung. Sie kriegen nichts hin und endlich fangen die Bürger in diesem Lande an, es zu merken. Wie lange haben wir hartes, trockenes Brot gekaut, weil man uns nicht geglaubt hat? Und jetzt hat diese Bundesregierung eine Zustimmung von 25% und die CDU kriegt den Arsch nicht hoch. Aber wir werden stärkste Partei. So läuft das hier in Deutschland und so sind wir erfolgreich. Und das geht mit euch, das schaffen wir gemeinsam in diesem Sinne für die Zukunft Deutschlands. Danke. Applaus.